Also ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich freue mich, dass Sie heute ein bisschen auf Entdeckungstour durch dieses Haus gehen wollen. Jetzt erwarten Sie natürlich von dem Bauherrn, von dem Auftraggeber, dass er Zielführendes sagt. Zielführendes zur Architektur, Zielführendes zur Kunst. Das ist für mich mit hohem Risiko behaftet. Schon deswegen, weil ich die Rednerliste kenne und weiß, dass nach mir der Herr Ingenhoven sprechen wird und dann der Max Horner. Beide sind wortgewaltig, versiert und haben bewiesen, dass sie sehr überzeugend sein können. Sonst wären wir nicht in diesem Hause und würden uns auch die Kunstwerke nicht betrachten können. Die beste Überzeugungsarbeit haben Sie natürlich gegenüber dem Vorstand geleistet. Deswegen denke ich mir, sollte ich mich heute ein Stück zurückhalten, mich jetzt Ihnen gegenüber als vermeintlichen, vielleicht Pseudo-Künstler hier gerieren zu müssen. Ich habe zwar durchaus Kunstinteresse, ich behaupte auch ausgeprägtes Kunstinteresse, aber natürlich die detaillierten Ausführungen zur Kunst würde ich dann doch lieber Max Hollein überlassen. Aber es gibt mit Sicherheit einen Bereich, da denke ich, da kann ich vielleicht doch auch ein Stück Ihnen erhellen, welche Bewandtnis es um dieses Gebäude und natürlich auch um die Kunst in diesem Gebäude hat. Denn als Bauherr, das ahnen Sie, kann man so einiges berichten. Wer von Ihnen selbst auch schon mal das Vergnügen hatte, Bauherr im Privaten gewesen zu sein, der weiß, dass es selten ein Bauvorhaben gibt, das friktionsfrei zu bewältigen ist. Und die Genese dieses Gebäudes, das dürfen Sie mir glauben, war eine Genese sui generis. Das war sehr turbulent und ich komme darauf noch zu sprechen. Und man muss vielleicht diesen Kontext auch sehen, um dann zu verstehen, was hier eigentlich entstanden ist und welche Kunst und warum auch diese Kunst dann hier in dieses Gebäude gekommen ist. Also, es war nicht so einfach. Das Einfachste war, glaube ich, noch, oder der Prozess, der am besten lief, war wahrscheinlich noch der Prozess der Grundstückssuche. Auch nicht so einfach, aber zumindest gab es einen Flächenbedarf, den die Lufthansa artikuliert hatte und dann gingen wir auf die Suche im Rhein-Main-Gebiet. Uns strebte schon vor Flughafennähe. Viele Lufthansa-Arten sind ständig unterwegs. Die Flughafennähe macht das dann schon etwas einfacher. Und dann kamen wir hierher, dass wir hier landeten mit unserem neuen Verwaltungsgebäude, haben wir vor allem der Fraport zu verdanken, die sich auch Gedanken gemacht hat, was kann sie eigentlich für den größten Kunden tun, wollte ihn auch in Flughafennähe haben und deswegen hat das der Vorstand der Fraport ermöglicht, dass wir dieses Grundstück hier erhielten. Ich freue mich, Herr Dr. Bender, Chef der Fraport AG, dass Sie heute ebenfalls unter den Gästen weilen und sich jetzt auch persönlich einen Eindruck von diesem wunderschönen Gebäude und der fantastischen Kunst und Leute machen wollen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Bender. Also, das Grundstück zu finden, das ging noch. Aber jetzt mal ehrlich, wenn Sie sich das Grundstück betrachten, die Bedingungen dieses Grundstückes zwischen Landebahn zur Rechten und Autobahn zur Linken, zwischen ICE auf der Linken und rechts einer Schallschutzmauer in der Größenordnung 15 bis 20 Meter Höhe. Was soll man mit einem solchen Grundstück machen? Und das Ganze vor dem Hintergrund, dass Lufthansa ja schon ein Stück einen Anspruch formulierte, der vielleicht auch nicht einfach zu erfüllen war, denn wir wollten nicht einfach irgendein Bürogebäude. Wir suchten eigentlich eine Hülle für den Brain Trust der Lufthansa, für das Gehirn, für die steuernden Funktionen, einschließlich der Organe. Organe heißt im Aktiendeutsch Vorstand. Also wir hatten schon den Anspruch, etwas Besonderes hier auch kreieren zu wollen. Aber kann man etwas Besonderes kreieren zwischen Landebahn und Autobahn und ICE-Trasse und Schallschutzmauer? Sehr schwierig.
Und deswegen waren wir schon ein bisschen in Sorge, dass durchaus ein profunder Bauzweck, den wir formulierten, vielleicht enden würde in einem profanen Zweckbau. Das ist nicht eingetreten. Weswegen ist das nicht eingetreten? Weil wir am Schluss nach entsprechenden Verfahren, das ist so Usus, Gott sei Dank einen Entwurf vorgelegt bekamen, der rundum überzeugte, nämlich der Entwurf von Herrn Ingenhoven, der uns gezeigt hat, dass man an dieser Stelle schon etwas mit hoher Anspruchlichkeit auch hinstellen darf. Und dieses Gebäude hat hohe Anspruchlichkeit. Es ist ein kühner Entwurf. Wenn Sie nachher durch das Haus gehen, werden Sie das sehen. Es ist ein aufregender Entwurf. Es ist ein Hightech-Entwurf. Es ist ein ökologisch innovativer Entwurf. Wir haben hier keine Air-Condition, obwohl das Haus ganz überwiegend, so nennt man, aus Glas besteht. Es ist ein Hightech-Gebäude. Es ist ein Gebäude, von dem wir das Gefühl hatten von Anfang an, es passt auch zum Hause Lufthansa. Und da fällt das Wort Kunst am Bau und im Bau. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe bestimmt 2 Monate benötigt, um mir selbst den notwendigen Ruck zu geben, an meine Vorstandskollegen heranzutreten, die noch ganz von der Aufsichtsratssitzung traumatisiert waren, um ihnen den Vorschlag zu machen, wir brauchen noch etwas Geld, das etwas ist relativ zu sehen, wir brauchen noch etwas Geld für Kunst in diesem Gebäude. Ich war überrascht, ob der Reaktion. Herr Meyerhuber, der CEO dieses Hauses, brauchte keine 2 Minuten grünes Licht zu geben für die Grundidee. Und der Finanzvorstand, der qua Profession diesbezüglich etwas restriktiv an die Sache zu gehen hat, äußerte lediglich dahingehend eine Forderung, dass er sagt, wenn Kunst ja, aber sie muss umgiebelt sein. Das habe ich nicht weiter kommentiert, war, ich denke, auch klug beraten, dies nicht zu tun, aber mit diesem grünen Licht zogen wir von dannen. Das war der Beginn einer anderen Diskussion, die dann in diesem Gebäude stattfand. Denn Sie können sich vorstellen, dieses Haus, weil wir eben keine ausgesprochene Kunsttradition haben, wir sind nicht die Deutsche Bank, die über Jahrzehnte eine Sammlung aufgebaut haben. Wir sind auch nicht die Deutsche Börse. Wir waren ein Unternehmen mitten in der Krise. 2003 war SARS. 2003 Irak, ich brauche das Ihnen gar nicht zu sagen. Wir hatten da keine Tradition und deswegen gab es manche im Hause, die sagten, wieso brauchen wir Kunst? Oder die ganz subtile Frage, die hier jeder im Hause vernimmt, wenn er Geld ausgeben will, bringt uns das auch nur einen zusätzlichen Passagier? Teuflische Frage. Ich weiß es nicht. Kann man gar nicht beantworten. Oder wieder andere, die sagten, stellt doch einfach ein offenes Triebwerk in den Eingangsbereich. Passt doch auch zu uns. Ist doch auch ein kunstvolles Gebilde. Also alle diese Diskussionen haben stattgefunden. Können Sie sich so vorstellen. Ich glaube, da kann nachher der Hollein auch noch ein bisschen etwas erzählen von seiner Experience. Er hat ja viele Gespräche hier im Hause geführt. Aber dennoch, am Schluss drangen wir mit unseren Gedanken durch. Aber irgendwo kommt natürlich dann schon der Jurist oder ein Betriebswirt an die Grenzen und er braucht Hilfe. Und wir waren damals ausgesprochen dankbar dafür, dass uns als Kuratoren Max Hollein und Nikolaus Schaffhausen, der auch hier ist, zur Seite gestanden haben, uns beraten haben. Und auch aufgenommen haben, was wir wollten und was wir nicht wollten. Genauso wie dann Michael Neff, der Projektleiter war und manchen Fight natürlich da auch zu führen hatte. Wir haben sehr klar gesagt, was wir nicht wollten. Wir wollten keine museale Sammlung aufbauen. Das machen viele andere. Wir wollten etwas Eigenständiges haben. Wir wollten etwas mit Bezug auf die Lufthansa. Etwas, was anspielt auch in der Kunst auf die Lufthansa.
Und deswegen, wir wollten aber auch nicht das, was vielleicht manche hätten auch tun können, einfach Millionen und Millionen auf den Tisch zu legen und einfach die Kunst zu kaufen, von der man weiß, die ist etabliert. Kennt jeder. Gab es viele Vorschläge. Wollten wir auch nicht. Wir suchten schon nach etwas, was ein Stück Lufthansa-spezifische Atmosphäre auch in sich trägt und Anspruch in sich trägt. Und ich denke, wir waren da dank der Hilfe der Kuratoren und dank des Projektleiters auch am Schluss erfolgreich und bekamen sehr gute Vorschläge. Und übrigens, Herr Hollein, Herr Schaffhaus, es ist auch kein Vorschlag abgelehnt worden. Wir haben uns überzeugen lassen, obwohl wir, weil Sie am Anfang ja noch nicht die Kunstwerke zeigen konnten, sondern nur Richtungen uns gezeigt haben, hatten wir natürlich auch bei dem einen oder anderen unsere Bedenken. Wir konnten uns das nicht vorstellen, aber Sie haben uns überzeugt. Und wir haben gesagt, ja, wir müssen uns da selbst auch als Vorstand mitnehmen lassen. Wir müssen da ein Wagnis eingehen, wir müssen da ein Risiko eingehen. Und wir sind das Risiko eingegangen. Und ich denke, das ist auch gut so, dass wir das getan haben. Heute erleben Sie jetzt das vollendete Haus und die vollendeten Kunstwerke. Und wir glauben, dass in der Kombination das eine ideale Verbindung doch darstellt. Deswegen auch, weil ich glaube, dass durch beides, das Haus wie auch die Kunst, zum Ausdruck kommt, was uns im Unternehmen sehr wichtig ist und was Sie auf Charts, die ich immer wieder zeige, immer wieder finden: Wertschaffung durch Wertschätzung. Und wir glauben schon, sagen zu können, dass im Haus Wertschätzung steckt, gegenüber den Mitarbeitern, genauso wie in den Kunstwerken. Warum? Bei dem Haus, auch da kann Herr Imhoffen viel mehr sagen, ich habe mir jetzt hier nur zwei Dinge aufgeschrieben. Ich bin der festen Überzeugung, dass in diesem Haus und mit diesem Haus der Mitarbeiter aus seiner Einzelbox, in der er vorher war, aus der Einzelbox mit Kübelpflanzen, Feuchtbiotopen und Kaffeenischen, dass er herausgenommen wurde und dass er auf die Bühne, das heißt in den Mittelpunkt gestellt wurde. Und zwar nicht, er wurde, wenn Sie so wollen, er wurde damit zum Hauptdarsteller. Das, was er eigentlich verdient hat, denn jeder Mitarbeiter ist unique. Und er verdient es, Hauptdarsteller in diesem Hause zu sein. Und nicht verschlossen zu werden hinter vier Wänden mit Anklopfmechanismus etc. Hier wird er auf die Bühne geholt. Der Mitarbeiter selbst war am Anfang skeptisch. Sie finden keinen skeptischen Mitarbeiter mehr in diesem Hause. Die Mitarbeiter sehen sich gewertschätzt, weil sie präsentiert werden. Nicht zum Begaffen. Bestimmt nicht zum Begaffen, aber sie werden gesehen. Wir neigen einfach dazu sagen, der Mitarbeiter hat jetzt Visibility. Und genau das möchte er im Unternehmen haben. Er möchte mit dem, was er tut und was er leistet, wahrgenommen werden. Und das kann er hier. Das, denke ich, ist ein Stück Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern. Und was die Kunstwerke anbetrifft, warum steckt darin Wertschätzung? Meines Erachtens aus einem ganz einfachen Grunde. Weil wir durch die Kunst zeigen, dass wir dem Intellekt des Einzelnen und der Selbstreflexion auch etwas zutrauen.